Servus YouTube, was geht? Heute unser erstes Tutorial von Team Syntax mit dem Tutorial Easter Egg von dem 75G Erfolg. Ich glaube, der heißt auf Deutsch Keiner wird überleben oder so. Auf jeden Fall den kleineren Easter Egg. Ja, ist eigentlich relativ simpel. Ist nicht so schwer wie sonst solche bekannteren Easter Eggs von dem Zombie-Modus. Muss man gegebenenfalls auch machen, da man da zum Pack-a-Punch kommt und ja, wenn man auch so hohe Runden machen möchte, muss man ja zum Pack-a-Punch. Nö, das muss man machen und so. Also nicht so schwer. Wir haben es auch selber rausbekommen, ohne dass uns da jetzt jemand von YouTube helfen musste. Irgendwas. Wir haben es selber rausgefunden und deswegen eigentlich für jeden machbar. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es gibt ein, zwei schwierigere Sachen und Yo, hier sehen wir erstmal, wie man kann halt auch, wenn man wegdrückt, habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen, dann sieht man diese Sachen, die man sammeln muss. Wir brauchen jetzt für diesen Easter Egg nur die Flugzeugsachen, also das zweite oben. Das sind halt fünf Sachen und ja, da werde ich euch jetzt halt zeigen im Tutorial, wie man die findet, wo ihr die findet und was ihr dafür machen müsst. Um auf das Dach zu kommen, das ist Hauptvoraussetzung, da man von dort aus losfliegt und so weiter, um das Flugzeug zusammenzubauen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, um auf das Dach zu kommen, also nicht wirklich schwieriger, aber man muss halt wissen, wo man langläuft, da kann man schon ein bisschen suchen am Anfang. Und zwar ist es halt, ja, oben, genau, bestand kann ich nicht, auf jeden Fall muss man dann sich so ins Jenseits teleportieren, wie hier. Die Tür ist am Anfang zu. Dann muss man in den Raum reinrennen, durch die Wand durch mit dem Jenseits dort hoch und schon ist man auf dem Dach. Von außen dann die Tür aufmachen mit dem Strom, Schlag, wie auch immer, Bubble und so, und dann fertig, sich wiederbeleben. Und ja, das war's schon, hat man das Dach auf, wo man halt alles bauen kann. Die Reihenfolge ist übrigens scheißegal, wie ihr die baut, also wie ihr die Sachen sammelt, zusammenbaut, ist scheißegal. Wichtig ist nur, jeder kann auch nur einen Teil tragen, das heißt, ihr müsst erst das erste Teil holen und dann wegbringen. Hier holen wir jetzt das Teil aus der Waschkammer. Da muss man dann auch sich da als ins Jenseits schicken. Dort, wo wir jetzt gerade waren, ist da den Schlag drauf halten. Dann geht die Waschmaschine groß, die überdimensionale Waschmaschine. Und ja, dann müsst ihr ein bisschen warten. Der Raum wird dann ein bisschen voller Qualm. Und ja, dann, wenn die Waschmaschine fertig ist, könnt ihr das Teil da rausnehmen und dann hochbringen zum Bauen. Ja, als nächstes zeige ich euch nur kurz ein Foto, weil da haben wir es ein bisschen verpennt, das mit aufzunehmen. Und zwar ist in dieser Box, das ist der Gang, bevor man auf dem Dach kommt. In dieser Box ist auch ein Teil drin, kann man einfach aufmachen, die Box mit einem Schlüssel. Ja, zum Aufbauen nur ganz kurz, halt da ist ja auf dem Dach diese Flugmaschine und da baut man es an und dann fertig. Das Gas findet ihr, also die Gasflasche findet ihr draußen bei den Docks. Das ist auch ein bisschen, naja, nicht schwer, aber es kann passieren, wenn ihr ein bisschen Scheiße baut, dass ihr da auf einmal alles drum festhängt, haben wir auch schon. Da muss dann einer sich wie dort auch wieder Teser schicken, dann einfach diese Stromteil da anzapfen und dann geht die Tür auf, wenn das angezapft lässt, man nimmt die Gasflasche, geht wieder raus und alle sind glücklich und dann habt ihr diese Sauerstoff. Zum Seil, das, wie man da sieht, ist ein Fahrstuhl und das bekommt man auch, da muss man sich auch wieder ein Teser schicken lassen. Und dann sieht man jetzt hier in der linken Seite solche Zahlen, die man sich da merken muss. Nach der Reihenfolge auch von oben nach unten, wie jetzt hier 9, 0 und 8. Und dann geht man da unten in den Tresor die Zahlen dann ein mit dem Stromschlag. Das soll auf 9 stehen. Den Tresor muss man vorher mit dem normalen Schlüssel öffnen. Den kann man einfach damit öffnen. Da geht man die Zahlen ein. Wenn man die richtige eingegeben hat, bleibt man jetzt auch. Geht der Fahrstuhl, der da oben drin, wo das Seil drin ist, nach unten. Man kann sich wiederbeleben und geht dann nach unten. Man hat nur 60 Sekunden Zeit, entweder geht man selber oder irgendein Teammate geht schnell in den Fahrstuhl. Ja. Man schafft es auf jeden Fall locker von der Zeit, geht da rein, holt sich das Seil und ja. Jetzt noch zur Batterie, das letzte Teil, das ist ein bisschen schwieriger. Da muss man ein bisschen mehr Sachen machen, da muss man erst diese Tür öffnen, da muss ich auch wieder eine Umwelt da fördern. Dann da oben rein, einfach den Weg da lang, da macht er die Tür auf.
und dann steht man vor einer Tür, die elektrisch gesichert ist, und da muss dann ein anderer sich auch ins Jenseits schicken, und unten, da wo auch das Seil war, sind so Rollator oder sowas, und die muss man dann durchbrennen lassen. Dann wird die Tür, nicht mehr elektrisch, und man kann da einfach rein mit einem Schlüssel und das holen, und dann hat man, ja, dann hat man alle Teile, kann sie noch zusammenbauen. Dann, wenn alle dran sind, kommt das X, dass man halt X drücken kann, und dann schnell alle drauf. Man muss sich echt beeilen, der fährt nicht los, wenn erst alle vier drauf sind, der fährt einfach dann nach einer bestimmten Zeit los. Und dann muss man sich beeilen, und ja, dann geht man los, und dann gibt's Mies Beef Action auf dieser Insel. Man kann sich dann übrigens noch auf dieser Insel mit elektrischen Stühlen später wieder zurück teleportieren lassen, und ja, jetzt so ein bisschen Beef mit denen, und viel Spaß.